Einen wunderschönen guten Tag, alle, ob ich mir zu wünschen. Ich bin. Hab hier ausgelockt? Echt? War das hier? Ich weiß es nicht. Ding! Ja, das macht jetzt keinen Sinn, dass ich stehen bleibe, wenn ich schon diesen Trick mache. Ne? Dann muss ich ja schon weiterrennen. Ah, da gehen wir jetzt zu einer. Einer. Hallo. Schnuffel. Wie geht es dir? Einen wunderschönen. Ich habe mich auf unser Gespräch gefreut. Ja, doch. Also ich übersetze es sinnvoll, weil wenn ich das jetzt wörtlich übersetze, wie würde ich denn das sagen? Ich habe auf unser Gespräch vorausgeschaut. So. Brauchst du etwas? Mir kam die Idee, das A in meinem Namen mit einem E auszutauschen, dann wäre ich nämlich dein Einer. What the heck? Oder eigentlich sollte ich sagen, dein Einziger. Nee, einzig nicht wirklich. Aber Einer ist sowieso schon mein einzigartiger Name, auch mit einem A. Also lassen wir es lieber. Ich muss das Steinchen, das du mir kürzlich gebracht hast, von den anderen Steinchen trennen. Er hat Probleme gemacht. Ich habe nach einem besonders geistreich strahlenden Sonnenbarsch gesucht, der mir Gesellschaft leisten könnte. Sag mir bitte Bescheid, wenn du ein Exemplar findest. Sonnenbarsch. Sonnenbarsch gibt im Fluss. Für, ich glaube, Glühwürmchen, oder? Oder hinten die Blümchen, die triggern mich jetzt ein bisschen. Ding dong. Eben kam eine Discord-Nachricht. Ach, heute habe ich ein bisschen randalieren müssen im Discord. Heute war schwer anstrengend auf der Schulung. Es sind noch weniger Leute da, weil es am Montag wohl so wenig Leute da waren, dass sie sich am Dienstag schon gedacht haben, ach komm, lohnt sich nicht, bleiben wir weg. Und heute waren noch weniger da. Ach, und ich Depp bin da, ne? Also, ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht einfach irgendwo was überhaupt nicht mit meinem Berufswunsch zu tun hat, so ganz kurzfristig sag, Leute, braucht ihr eine Praktikantin? Einfach eine Aushilfe? Ein bisschen betteln, damit ich mir die Sache da auf der Schulung nicht antun muss. Die kriegen jetzt alle so ein bisschen die Panik, weil dieser Träger wird ja vom Jobcenter sozusagen bezahlt, beziehungsweise das wurde ausgeschrieben. Und ich gehe mal davon aus, je erfolgreicher, wie auch immer die das messen wollen, die sind, desto eher ist die Chance halt, dass sie... Hallo. Größer ist die Chance, dass sie dann eben erneut eine Ausschreibung gewinnen. Ich habe aber den Fehler gemacht zu erzählen, dass bei meinem Gespräch mit dem am Freitag mit dem Mann vom Jobcenter, also einer, wo ich weitergeleitet wurde, der ein bisschen spezieller was für meinen technischen Berufszweig eben an Ahnung hat, dass der gemeint hat, ja, den Lebenslauf, der ist zu akkurat, den müssen wir kürzen. Er hat ja die Perspektive von den Arbeitgebern, dadurch, dass er da irgendwie auch viel mehr damit zu tun hat. Und das habe ich halt gesagt, doof wie ich bin. Und dann hat dann halt die Kursleiterin gemeint, ja, dann zeigen Sie mir mal Ihren Lebenslauf. Ja, der liegt vor. Zum x-ten Mal ist das alles vorliegend. Die sind aber nicht in der Lage, das anscheinend sich anzusehen. Was ich verstehen kann, die haben ja viel zu tun, ne? Also, aber. Und vor allen Dingen, weil ja immer gedacht wurde, ne? Ach, die Frau, die macht das schon, ne? Die hat's ja voll drauf und so, ne? Da brauchen wir uns keine Mühe zu geben. Ja, ich habe mich ja öfters mit denen unterhalten und den Lebenslauf vorgelegt und
ich hätte gern Tipps, wie man das besser machen kann. Haben sie getan, die Tipps? Manche Tipps konnte ich nach meinem Dafürhalten nicht umsetzen, weil ich das nicht dafür nicht einstehen kann. Und habe das natürlich nicht offen gesagt, dass ich eine dritte Seite im Lebenslauf also für völligen Humbug halte, weil so, es liest doch kein Schwein. Erstens mal das und auch die Tatsache, was auf der dritten Seite dann alles drinstehen soll, weil sie hat das so gemacht und ja, für sie ist das in Ordnung, wenn die, ne, die ist vom Typ her ganz anders. Dieses ständige drüber rumjammern, wer im Leben sie alles sozusagen gehindert hat und also, wenn ich damit bei irgendeinem Arbeitgeber Punkte mache, da will ich da nicht arbeiten. Ich weiß, ich habe Ansprüche wie Sau. So langsam wird es mir echt zu bunt. Und die hat heute gestochert ohne Ende. Die Frau braucht ein geneigtes Ohr. Mir ich die ganze Zeit von meinen Tätigkeiten abzuhalten, um mir ihre Lebensgeschichte zum 12. Mal zu erklären und wie wir ähnlich wir uns doch wären, weil wir doch Ähnliches erlebt haben. Und dann denke ich nur, ja, wir haben es nicht ähnlich erlebt. Nur weil wir, ne, Familienangehörige gepflegt haben. Ich weiß ja nicht, was bei der abgegangen ist, aber meine Oma war toll. Deswegen habe ich das auch nicht nur aus Pflichtgefühl gemacht, sondern da war gar keine Frage. Also das war auch kein Opfer. Ich meine, im Endeffekt war es natürlich nicht sonderlich klug, ne, die Zeit sozusagen nur dafür zu verwenden. Und heute wüsste ich es natürlich besser. Aber so ist es nun mal. Und dann immer wieder drauf rumzureiten. Ja, damals. Mimimi. Es hat mich geprägt. Ich bin diejenige, die ich bin. Fertig. Und damit müssen wir jetzt arbeiten. Und ja, ne? Und heute hat sie gestochert ohne Ende. Dadurch, dass wir eben so wenig sind, hat sie mich am Wickel gehabt. Und ich versuche es ja so, also ich kann das ja eigentlich ganz gut, ne? So ignorieren so ein bisschen, ne? So filtern und lächeln und nicken und denken, leck mich am Bobbes, rutsch mir den Buckel runter, ich mache ja doch, was ich will. Und heute war es so, dass sie mich wieder als Beispiel für irgendwas genommen hat und mir war das, heute war es mal zu viel. Mir ist es ja generell unangenehm, nämlich so in den Fokus zu stellen, als Beispiel für alle anderen. Ja, nehmen Sie sich mal ein Beispiel. Und heute hat sie dann etwas genommen, was mich getriggert hat. Da bin ich richtig sauer geworden. Ich habe wirklich gemerkt, wie sich bei mir die Nackenhaare aufstellen und hab mich versucht zu beruhigen, dass ich jetzt nicht hier einen Anfall krieg und platze und unfair werde und unhöflich. Dankeschön. Weil ich halt gemerkt habe, ich werde emotional. Also sauer, nicht von wegen heulen oder so. Das fehlt mir noch, dass sie mich zum Heulen bringt. Ich glaube, dann flippe ich ganz aus. Auf jeden Fall hat sie mir in meinem Lebenslauf hat sie etwas erwähnt, worauf ich dann aufbauen kann. Und das ist die größte Schmach in meinem Leben, dass ich das halt vergeigt habe, das Studium. Und das dann als Beispiel zu bringen, hat mich in dem Moment richtig, richtig angepackt. Und vor den anderen halt, ja, die Frau hat ja studiert. Und die meinte das positiv, nicht so als angeben, aber es kam halt so rüber, ne? Und du kannst nicht nichts angeben, was du halt nicht zu Ende gemacht hast. Also, die Seminare in Psychologie haben ja unfassbar viel Spaß gemacht und die haben ja waren wertvoll. Genauso wie auch in Germanistik und in der Didaktik auf jeden Fall. Das war sehr lehrreich und haben mich sehr, sehr viel weitergebracht, auch in anderen Aspekten. Das auf jeden Fall.
Aber dadurch, dass ich da keinen Abschlussnachweis, Dokument vorzuweisen habe, werde ich den Teufel tun und an meinem Lebenslauf da irgendwie dran rumschrauben und sagen, ja, gucken Sie mal, wie wertvoll ich bin. Das ist in meinem Berufsfeld sowieso völlig belanglos, ne? Also wenn ich mal später vielleicht tatsächlich die Idee kriege, oh, ich könnte Berufsschullehrerin werden, dann ist das von Belang, aber nicht für eine Ausbildung, also sehe ich nicht ein. Und in dem Moment bin ich halt richtig stinkig geworden, dass sie dann meinte, ja, Frau, es hat ja studiert. Als ob das irgendeine Art von Leistung wäre, die zu erwähnen wäre gegenüber den anderen Leuten. Und ich mag das hier sowieso erstens mal generell nicht, ne? Verglichen zu werden und vor allen Dingen, wenn irgendjemand meint, so und so, so wie sie es eben immer sagt, von wegen, ja, wir haben ja Ähnliches studiert, was völliger Schwachsinn ist, als ob ich mich mit ihr irgendwie vergleichen wollen würde. Das bringt mir nichts. Ist mir doch, also ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, was andere Leute gemacht haben. Ich freue mich für die, dass es geklappt hat, aber das hat für mich null Bedeutung. Also ich habe ja nichts davon, dass jemand super, super toll, erfolgreich ist. Das geht mich nichts an. Das, vielleicht bin ich da verquer, vielleicht sehe ich da auch keinen. Bin ich dazu unemotional oder was? Ich verschwöre. Aber ja, Hauptsache du bist glücklich. Das ist doch scheißegal, wie erfolgreich du bist. Das ist natürlich schön, wenn man gut fett Kohle verdient. Jo, dann hat man eine Sorge weniger. Aber wie gesagt, das. Hä? Und da war ich dann stinkig dadurch, dass es mich sowieso schon den ganzen Tag genervt hat. Und dann kam das noch dazu, da habe ich echt gemerkt, wie ich richtig steif wurde. Wie ich richtig stinkig wurde. Und da habe ich mich dann schwer zusammenreißen müssen, weil sie mich dann immer noch weiter genervt hat und hat gestochert, ja, was machen Sie denn gerne? Dann, ja, die Hobbys stehen da dabei. Und das Modellbau ist für den technischen Beruf, reicht schon. Und Badminton reicht. Gut, bin ja schon länger nicht mehr wegen der Scheißsehne bei Badminton gewesen. Aber Radfahren und Schwimmen klingt halt so. Pff, ja. Klingt halt. Ja, Badminton klingt halt schon ein bisschen geiler, ne? Das ist. So viel habe ich dann doch schon benutzt, um eben mein Image ein bisschen aufzupolieren. Das muss ich zugeben. Das ist nicht gelogen, aber es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig, ne? Also wer mich sieht, dadurch, dass ich ja zwar jetzt übergewichtig bin, aber trotzdem durchtrainiert, ja, das reicht doch vollkommen. Wenn dann ja eben da Badminton steht. Das heißt sportlich sein. Also das heißt Belastbarkeit, was ja in fast jedem Job nötig ist. Ob du jetzt mental belastbar bist oder ob du körperlich belastbar bist, das ist ja wurscht. Da ist Sport natürlich absolut klasse für. Und ja, das reicht vollkommen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ein Arbeitgeber den Lebenslauf durchliest und sich denkt, boah, geil, der hat das gemacht, das gemacht, das gemacht. Die gucken auf spezielle Begriffe und der Rest, das liest doch kein Schwein. Also das ist gut, dass es das visuell gut aussehen muss, ne? Dass es nicht so kauderwelsch, quer, durcheinander und was weiß ich, kein einheitliches Format, dass man auf den ersten Blick halt das Wichtigste sieht, das reicht doch. Also für mich reicht das. Dann sehen sie meine Ordentlichkeit und dass ich mir da Mühe gegeben habe und Sorgfalt und all den ganzen Scheiß, den ich für meinen Job brauche. Und dieses Mimimi, was mir mal irgendwann und lalala, das ist. Das wird doch sofort auffallen, da muss ich doch authentisch bleiben. Und ich rede halt nicht über meinen persönlichen Scheiß. Fertig. Also zumindest nicht beim Arbeitgeber. Das rutscht mir halt irgendwann später auch mal durch. Und sie meinte dann, ja, ich kenne sie ja noch nicht so gut. Jetzt erst
haben wir ja Gelegenheit. Und ich dachte noch so, pff, vergiss es. Also ich muss sagen, die eine Kursleiterin, die ist ja schlau gewesen und hat sich jetzt in den Urlaub verdrückt. Ich mach drei Kreuze, wenn die wieder da ist. Heute war es echt schlimm. Ich bin richtig in die Pause geflüchtet. Ich habe gedacht, wenn sie mich jetzt nochmal anquatscht und mir die Pause versaut, ich glaube, dann platze ich. Und dann nervt mich noch die Schulleiterin. Ja, haben sie schon was gehört von den Firmen? Leute, nein. Seit gestern nicht. Ich habe die automatischen Bearbeitungsmails bekommen und so. Die geben einem richtig das Gefühl, als würde es den ganzen Tag auf dem Arsch sitzen und gar nichts tun. Ich meine, ich weiß ja, woher es kommt. Ne? Die kriegen halt tierisch Panik, weil die Statistik sagt halt, ne, wenn du, was weiß ich, Würfel von denen in der Maßnahme nicht in den Job kriegst, dann ist das, was du tust, halt anscheinend ein Pfifferling nicht wert. Und dann kriegen die natürlich, die werden ja auch nach irgendeiner Statistik bewertet. Da fragt auch keiner nach, ja, warum, weshalb, wieso. Nee, da steht unterm Strich eine Zahl und recht juckt kein Sau. So wie ich auch denke, ne? Unterm Strich muss das stimmen. Wie du da hingekommen bist, das ist dein Bier. Solange man halt nicht lügt, das ist was anderes, ne? Also dieses sich durchtricksen und dann bestehst du irgendwann an der Spitze, dann musst du ja immer noch abliefern, ne? Also das ist ja nicht vorbei, das Ganze, indem du einen Job bekommst. Du musst den ja dann auch behalten, meine Güte. Das ist dieses Lotterieprinzip von wegen, ja, wir haben 50 Leute von 51 in den Job gebracht, wir sind ja so erfolgreich. Und nachher sind 49, die den Job nicht durchhalten, weil sie völlig falsche Vorstellungen hatten oder weiß der Geier was. Weil das Ganze hier irgendwie nicht so funzt hat. So, jetzt habe ich wie viele Minuten gelabert? Ja, 17. Jetzt habe ich 17 Minuten mich ein bisschen ausgekotzt. Ach, ich bin in die Pause gerannt. Und habe mich dann noch nicht mal da, wo ich sonst immer sitze. Das ist am Bach. Das ist so ein schöner gebauter Platz. Wenn Überschwemmung ist, ist der auch normalerweise gesperrt. Aber es ist richtig schön, am Wasser zu sitzen. Heute bin ich da mal ein bisschen weiter in die Stadt gelaufen, zum Stadtbrunnen. Und da haben dann die Kinder, obwohl es gar nicht so heiß war, haben dann die Kinder an den Fontänen gespielt, sind dann durchgefegt. Es war richtig schön, das mit anzusehen, deren Lebensfreude so mitzubekommen. Ich hatte meinen MP3-Player dabei und habe dann so volle Pulle Musik aufgedreht und habe mir beim Nordsee so einen sauteuren Garnelen-Baguette geholt. Meine Fresse, war der teuer. Aber es war mal gerade scheißegal. Es war mal echt sowas von. Den habe ich einfach gebraucht. So, dann essen wir den Kram. Das habe ich einfach gebraucht. So, haben wir jetzt Nacht? Jo. Nee, kann ich ja gar nicht. Ich wollte jetzt. Doch, ich kann verkaufen. Genau. Ich kann bei Seki verkaufen. Und dann habe ich wieder Platz und dann kann ich mir doch noch irgendein Saatgut kaufen. Obwohl. War nicht Zucker, was ich benötige? Nee, jetzt gar nicht. Ja, komm, Seide, Christa. Das sehe ich jetzt auch gar nicht, was ich selber schon hab, ne? Das sehe ich nur, wenn ich den anderen was schenke, wie viel ich im Lager hab. 20! Seid ihr bekloppt? Was denn das für eine schwachsinnige Mengenangabe? Ne. Ihr habt doch echt einen Rennen. Hast du einen Rennen? Hat du Mörsen bitte beglaubt?
Nee. Das ist ja. Nie, 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 du. Nie, 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 du. Die nehme ich noch und dann nehme ich nochmal so richtig Fettholz. Holzi, Holz. Wo ist es? Holzi. Hier. So. Ach ja. So, also. Ich habe mir überlegt, wo ich bin. So viel zur Orientierung. Achso, der, ne. Ach ja. Oh, ich habe heute ein sehr interessantes Video gesehen. Und zwar ging es um Intelligenz. Ist nur im Grunde genommen ein wertvolles Gut, wenn das Ziel auch intelligent ist, mit dem man durch diese Intelligenz dorthin gelangen zu versucht. Ne, okay, das war jetzt ein richtig beschissener Satz. Also, es ist gut, natürlich intelligent zu sein, aber du kannst mit Intelligenz natürlich viel, viel dumme Dinge anstellen, wenn das Ziel nicht intelligent gewählt ist. So. Und intelligente. Oh wow, zwei Stück. Viel. Und intelligente Menschen laufen Gefahr, ihre eigenen Ziele und Werte durch sich selbst zu erklären. Also je intelligenter man ist, desto eher kann man sich selbst davon überzeugen, dass man richtig handelt. Was natürlich kontraproduktiv sein kann, wenn dem nicht so ist. Und Mark Twain hat gesagt, als Zitat, gut, auf Englisch hat es da gestanden, ich übersetze das mal, und zwar, es ist leichter, jemanden zu manipulieren, als jemanden davon zu überzeugen, dass er manipuliert wird. Ne? Und es wird ja immer sozusagen vorausgeschickt, dass nur dumme Menschen manipulierbar sind. Jein, das kann natürlich sein, jemand, der, also dumm im Sinne von ungebildet. Obwohl, der Unterschied zwischen dumm und doof. Dumm ist jemand, der sich nicht weiterbildet. So. Der auf seiner Dummheit sich sozusagen auch ein bisschen ausruht. Das ist dumm. Doof ist mehr so schusselig, habe ich so das in meinem Kopf. Also ich bin manchmal unheimlich doof. und intelligente Leute, also während ungebildete Menschen eher manipulierbar sind durch intelligente Leute sind intelligente Leute tatsächlich ebenfalls durch intelligente Leute sehr manipulierbar und besonders durch sich selbst. Weil je cleverer du bist, desto eher kannst du natürlich deine Beweggründe rechtfertigen. So, eigentlich habe ich schon alles verkauft. Ne? Ah ne, das so. Habe ich noch irgendwas zum Verscherbeln? Ja, das schon wieder. Was ist denn das Ding wert? Oh, doch. Und dann 200 Stück. Was sei denn Hintern offen, ey? Hast du echt den Hintern offen? Ich glaub, es geht los. Hast du echt den Hintern offen? Ach, schon wieder voll. Wieso, ey, wieso ist denn das schon wieder voll? Was habe ich denn da schon wieder drin? Was habe ich jetzt schon wieder gemacht? Wieso ist das voll? Was? Aber die Dinge habe ich doch normalerweise. Ja gut, 400 Quetsch. Provisorischer Pfeil weg. Die Stinke. Pfeile. Wo sind die Stinkepfeile? Hä?
Habe ich noch nicht mal einen? Wieso habe ich noch nicht mal einen? Ah doch, hier. Ich wollte sie ja eigentlich behalten, ne? Aber wenn ich keinen Platz habe, habe ich keinen Platz. Das geht ja gar nicht. So, was haben wir denn hier? Die normalen Pfeile. Die Bällchen. Ein lächerlicher Wurm. Ach, weißt du was? Ich schmeiß mal hier die ganze Reihe raus. Ich weiß eh nicht, wann ich das Zeug loskriege, also von daher. Dann nehme ich mir lieber den Kram da noch mit. So. So. Von denen wollte ich auch gar nicht so viel aufheben, ne? Ich habe da immer nur einen, oder? Ne, da habe ich zwei. Also habe ich denn da jetzt zwei von? Habe ich da. Ja, gut, okay. Und der vierte, da habe ich drei. Nee, komm. Zwei Stück reichen. Ich weiß ja nicht für was, aber. Zwei Stück reichen. So. Wie gesagt, ich fand das sehr interessant. Vor allen Dingen auch dieser umgekehrte Rassismus, ne? Dass dieses Argument alte weiße Männer, dass denen sozusagen die Schuld für alles Mögliche gegeben wird. Und ja, es ist natürlich überaus beschämend, dass jemand, der in einer Machtposition ist, rein statistisch sind es halt mehr ältere weiße Männer, okay. Aber generell finde ich es trotzdem, jeder, der in irgendeiner Art Vorteile hat, die diese Macht sozusagen nicht für Leute einsetzt, die eben weniger Macht und Vorteile haben, finde ich generell schwierig. Und da ist es mir Schnurzpiep, Scheißendreck egal, wie derjenige oder diejenige aussieht, ob die. Ich weiß nicht, also diese. Also gehört habe ich es natürlich schon, dass es bei uns immer noch diesen Schwachsinn gibt, von wegen, wenn jemand eine dunkle Hautfarbe hat, ja, wo kommst du denn her? Und dann aus Wuppertal. Nee, nee, wo kommst du denn ursprünglich her? Ja, die Mutter ist aus Köln. Und dann immer noch weiter gebohrt wird, ne? Ja, aber du hast doch so eine dunkle Hautfarbe. Ja, Schweinurlaub. Muss einfach blöde Antworten. Wenn du blöd gefragt wirst, gibst du blöde Antworten. Das ist doch normal. Dass sich die Leute manchmal auch gar keine Gedanken machen, was sie da für einen Scheiß fragen, ne? Also immer wieder derselbe Quatsch. Andererseits, ich habe mal jemanden gefragt, ob sie in einer anderen Sprache als Englisch Danke und Bitte sagen kann. Und dann meinte sie, ja, warum fragen sie denn? Da habe ich gedacht, ich hatte gedacht, sie wären vielleicht so aus Südostasien und die Sprachen kenne ich nicht so. Und der Witz war, sie war gar nicht Südostasien, sie war aus Brasilien. Und bei der Physiognomie, die ich so in ihrem Gesicht eben gesehen hatte, also die hohen Wangenknochen und die. Doch, warte mal. Wie ihre Gesichtsknochen eben geformt waren, hatte ich mehr so auf Südostasien getippt und war völlig daneben, ne? Also ich bin ja schließlich nicht studiert, was Physiognomie angeht, es war einfach nur so ein Tipp. Und ich sammle ja in meinem kleinen Katalog, sammle ich ja gerne so die in verschiedenen Sprachen die zwei wichtigsten Worte, Danke und Bitte. Also wenn man mit denen, wenn man die weiß, dann kommt man so ziemlich durch alle. Ach, Schande, ist schon wieder verkehrt. Dann kommt man so ziemlich durch alle Schwierigkeiten hindurch.
Bitte und Danke ist das Wichtigste, was man kennen muss. Und der Rest geht mit Händ und Füß. Und mit gutem Willen und Höflichkeit. Denke ich mir so. Und ich wollte halt auch nicht unhöflich sein, weil ich mir dachte, die wird sowieso bestimmt von jedem Idioten auf ihre Hautfarbe angesprochen. Das war mit den Bäumen. Da hatte ich mir wahrscheinlich auch schon wieder viel zu viel Gedanken gemacht. Ne? Ja, wie kommt das an? Nicht, dass sie meint, ich will sie anbaggern. Ich bin halt neugierig. Und denkt mir tatsächlich nicht wirklich was dabei. Ich hoffe, dass ich nicht zu gedankenlos bin. Also, ich weiß nicht. Ich mein's ja nie böse. Das ist so schlimm. Und mit mir kann man ja reden. Wenn ich tatsächlich mal irgendwie eine Grenze überschreite oder so, denke ich schon, dass ich da... Oh, warte. Muss ich erstmal Wasser suchen. Da denke ich schon, dass ich das... Ich weiß nicht, ich bin schon ein bisschen unnahbar. Ja, schon. Aber ich denke doch, dass man mit mir anständig reden kann. Gut, es wird mir natürlich super peinlich sein, wenn ich da irgendein Fettnäpfchen reintrete, aber wenn es mir keiner sagt, kann ich auch nichts lernen. Und die Gefühle anderer zu respektieren ist ja... Macht mal halt, fertig. Gott, was ist denn jetzt für ein komisches Geräusch? Was war das? Was war das? Achso, ich habe ja noch hier so ein Sämchen. So, kann ich jetzt mein Zeug abholen? Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Hast du einen Wunsch? Wer warst denn du jetzt eigentlich? Nicht, dass ich hier so, hallo? Grimes. Ira Grimes. Ira Grimes hat... Ach, guck mal, da ein verzauberter Kerfling. Das kriegst du. Da habe ich tatsächlich mal einen gehabt. Den habe ich bestimmt gesammelt, damit ich den verkochen kann. Da hast du was zurückgekriegt. Ach, ich dachte eben schon, was macht denn das Vieh hier? Ja, ich hab's ja selber hingestellt, Mensch. Hier wollte ich Dinge verkochen, ne? Warum habe ich meine Kiste nicht hier stehen? Ich habe hier meinen Kochgedöns, aber nicht die Kiste. Obwohl, wahrscheinlich habe ich das Ding da benutzt. So, was haben wir denn für Fische? Hier von allem Ebbes. Von denen könnte ich zwei verkochen. Hier kann ich zwei verkochen. Den will ich nicht verkochen. Da wollte irgendeiner ein Welsgericht haben, aber... So. Gut. Das waren jetzt die zwei, die ich hier in der Tasche hatte, ne? Ja. Oh, ich habe noch Kupfer in der Tasche. Nee. Kein Stern. Doof. Doof, doof, doof. Noch keine Nachricht. Ja gut, es ist noch keine 6 Uhr. Das hier ist Kinima. Mit Gina und Hekla wollte ich noch reden. Ich habe jetzt nicht wirklich großartig Lust, in Bahari noch rumzugurken. Ich habe mich jetzt so bei euch abgeregt. Obwohl, das ist, glaube ich, Bahari, oder? Shit, das hat anders ausgesehen. Was war denn das jetzt? Nee, das müsste Kilima sein. Ja, okay. Gut. Nach Bahari ist ja so ein hängendes Bootchen am Angelhaken vor der Tür. Ich habe noch Bock, Potions per Mitte zu spielen. Ich habe Matrizen aufgeschrieben, habe mal die Leute im Discord habe ich jetzt damit behelligt.
Weil da sind drei Aufgaben von den fünf, die habe ich nicht gerafft. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Lösungen parat, ne? Also. Wie sind wir da oben? Achso, es ist früher morgen, ja. Ich habe die Lösung tatsächlich vor Augen, aber ich weiß ums Verrecken nicht, wie die da drauf kommen. Jetzt das Ganze ohne Lösung. Also die ganzen anderen Matrizen habe ich. Also das sind so Mathe-Rätsel. Im Grunde genommen sind es meistens so ein Quadrat von 4x4 Feldern und den Verlauf der Zahlen muss man dann halt in einem logischen, analytischen Zusammenhang erkennen und dann weiß man, was irgendwo an der einen Stelle für eine Zahl reinkommt. Das ist normalerweise kein Problem für mich. Deswegen bin ich jetzt so überfragt, was zum Geier ich da übersehe. Oder irgendwelche Formen, die in einer Reihe stehen und man muss dann am Ende muss man dann irgendeine andere Form ergänzen. Und heutzutage ist das ja alles Multiple Choice. Also du musst nicht von alleine auf die Lösung kommen. Das wird dir ja sozusagen vier verschiedene oder fünf verschiedene Lösungen offeriert. Und dann musst du nur die raussuchen, die dir am logischsten erscheint. Und ich mache diese Aufgaben immer so, indem ich die Lösungen mir gar nicht angucke. Weil ich wissen will, ob ich da von alleine drauf käme. Und bei den Mathematikaufgaben war das, ja, von. Lass mich nicht lügen. Also, wenn da auf der Seite vier Aufgaben waren, dann habe ich von acht, habe ich dann drei nicht gerallt. Und das triggert mich jetzt natürlich wie Sau, ne? Und die Seite, ich müsste, die eine ganzen Lösung müsste ich eingeben und selber rausfinden, aber ich hätte auch gerne jemanden, der mir das erklärt. Vielleicht habe ich ja Glück und irgendeiner hat da voll Durchblick. Wie kann ich mich heute um dich kümmern? Danke, dass du den alten Fuß meines Freundes zurückgebracht hast. Er ist seit kurzem wieder online und ich habe mit ihm über die Möglichkeiten einer Rückgabe gesprochen. Leider ist er derzeit unerreichbar, da er tief unter der Erde liegt. Es würde viele Monate dauern, ihn auszugraben. Ja, sag doch deiner Butlerin Bescheid. Die gräbt doch gerne nach Zeugs. Aber vielleicht wird es sich eines Tages ändern und wir können den Fuß gemeinsam abgeben. Ich weiß allerdings nicht, ob das viel nützen würde, da er momentan keine Beine hat. Wenn wir uns da durchbuddeln, finden wir bestimmt auch andere Dinge. Ich wünschte, ich hätte auch mal die Zeit, um mit einem Stock Fische aus dem Wasser zu locken. Ich würde Gina gerne Döbel zum Abendessen machen. Aber angeln zu gehen würde leider bedeuten, dass ich von ihrer Seite weichen müsste. Oh, you are leaving so soon. Oh, du gehst schon so bald. Hope you've settled in without much trouble. Was? Irgendwas mit Ärger. Wie kann ich helfen? Ich liebe Pilze. Wusstest du schon, dass jede Region in Palia ihre ganz eigene typische Pilzart hat? Oh, das wird so cool, wenn wir diesen Holunderwald kriegen, wie dann die Pilze aussehen werden. Es soll ja alles sehr, sehr lila gehalten sein dort. Also die Bäume, die ich gesehen habe, sind so lila-grau, so. Bin mal gespannt, bin mal gespannt. Und dann vielleicht noch so eine krasse Pilzart dazu, die vielleicht lila leuchtet. Oder eine ganz andere Farbe als Komplementärfarbe. Was ist ein Komplementär zu lila? Wäre gelb. Ein gelber Pilz. Wäre auch cool, oder? So einer, der so Rauchwolken ablässt oder so. Geil. Ja, das stimmt. Deshalb versuche ich auf meinen Reisen immer regionale Pilze zu finden. Pilze sind so etwas wie die Archäologie des Essens. Okay. Mein Lieblingsgericht im Gasthaus ist die Pilzsuppe. Leider bietet Rap sie nur selten an. Jedes Mal, wenn die von sowas quatscht, denke ich mir immer, oh, ich muss mal auf meiner Einkaufsliste wieder Pilze setzen. Einfach nur, um eine Pilzsuppe zu machen. Und dann vergesse ich es doch, bis es wieder erwähnt. Ganz egal, wie viele Pilze ich ihm bringe. Ja, die Bücher lesen sich nicht von alleine. Doch, mittlerweile gibt es da Programme für. So. Wenn wir schon mal hier doof rumschieben. Obwohl, nehmen wir mal, jetzt habe ich die Würmer nicht dran, oder? Doch. Noch vom letzten Mal. Guck da. Wunderbar. Ui, schöner Nebel.
Potion Permit kann ich ja jetzt auch angeln. Ja! Das macht aber nicht so einen Spaß. Ich habe die Angel... Also ich meine, ich ziehe ja jedes Mal ein Stück Fischfleisch raus aus dem Wasser. Das ist schon mal cool. Also nicht den ganzen Fisch, warum auch immer. Aber so richtig verstanden habe ich es noch nicht, warum das klappt. Ist mir noch nicht so wirklich klar, wo da der Kniff ist. Hauptsache es funzt, ne? Sei es drum, aber... Hä? Etwas zu können ist das eine. Etwas zu können und zu wissen, warum man es kann, ist viel geiler. Jetzt habe ich im Internet einen Trick gesehen, wie man einen perfekten Kreis ohne Zirkel zieht. Es kommt natürlich auf die Länge des Stiftes an, beziehungsweise eigentlich auch so ein bisschen auf die eigene Hand. Größe. Weil der Stift ja irgendwie auch zwischen die Finger geklemmt werden muss und dann muss man das Blatt drehen und den einen Finger, zwischen den man den Stift geklemmt hat, muss man dann sozusagen als Zirkelspitze benutzen, auf das Papier hacken, damit man den Mittelpunkt hat. Und dann den Stift zwischen die Finger klemmen, quer sozusagen, zwischen Zeige, Mittel- und Ringfinger, dass der Mittelfinger die auf dem Blatt Papier ist. Und das dann als Zirkel benutzen. Das ist so cool, weil wir haben, wir müssen ja relativ regelmäßig, mussten wir ja Plakate in der Gruppe machen, weil die eine so auf Plakate steht und weil die Wände so weiß waren. Und da haben sie nämlich auch oft irgendwas gemacht mit Kreisen. Und die Kreise sind so gut gezogen. Ich bin mir relativ sicher, dass die das genau so gemacht haben. Weil der Kollege von uns letztens meinte auch, oh, ich würde gern einen Kreis machen. Und ich sagte dann auch so, geh doch in die Küche, hol dir einen Teller. Weil ich davon ausgegangen bin, dass da runde Teller wären. Waren gar nicht, die waren alle eckig. Die waren eckig. Das wusste ich nicht, weil ich bringe immer meinen eigenen Krempel mit. Ich benutze da nichts. Die haben so oft rumgestänkert von wegen, ja, die Küche sieht aus. Keiner wäscht sein Zeug ab. Es bleibt alles liegen für uns. Und ich dachte so, ich juck mich nicht. Braucht mich nicht zu interessieren. Ich habe meine Kanne dabei. Ich habe meine Futterbox dabei. Ich juck mich nicht. Ich fühle mich da nicht angesprochen. Mir hat das schon gereicht, wie ich da beim Probearbeiten war und die Gläser kamen aus der Spülmaschine und die haben so ekelhaft nach Spülmittel geschmeckt. Also nicht geschmeckt, eigentlich gerochen, aber das reicht ja schon. Wenn es geschmeckt, da hätte es ja wenigstens gefunzt, wenn ich das vorher mal nur mal durch die Spüle bzw. mit Wasser ausgespült hätte. Na? Aber das Glas hat schon irgendwie so gerochen. Und jedes Mal, wenn du dann Wasser getrunken hast, so... Das ist halt so, ne? Auf andere sich zu verlassen, sich von anderen abhängig zu machen. Das ist bei mir so krass ausgebildet, dass ich das nicht möchte, dass ich sogar meinen eigenen Schamas überall hin mitschleppe. Es ist zum Glück noch nicht so, dass ich zu Freunden gehe und bringe mein eigenes Essen mit. So schlimm ist es dann doch nicht. Aber mir war auch schon mal so, ne? Also wenn dann gesagt wird von wegen, ja, bei uns gibt's Alkohol und... Ich war mal bei einem Geburtstag, da hat's tatsächlich nur Alkohol gegeben. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, scheiße, ich verdurste. Da habe ich die ganze Zeit nur Kranewasser getrunken.